Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Tja, und heute gucken wir uns mal an, was ich so in meiner Handtasche habe. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier immer drin habe, dann bleibt doch mal dran. Ja, ich habe ja bei den anderen Mädels schon gesehen, dass die ihre Handtaschen auspacken. Und als letztes, glaube ich, habe ich es bei Katrin gesehen, Katrins Welt und so. Und da haben wir letztens, glaube ich, uns auch sogar per Instagram noch drüber unterhalten. Wir schreiben uns ja ab und zu mal. Ja, und da sind wir irgendwie auf das Thema gekommen. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt für den Urlaub packe ich ja meine Handtasche sowieso aus, weil ich werde die so nicht mitnehmen. Ich werde die Sachen, die da drin sind, in mein Handgepäck packen und einfach eine andere Tasche dann mitnehmen, die dann aber im Koffer liegt. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich sie sowieso ausräumen muss, dann kann ich das auch mit euch zusammen machen. Und ich habe leider nur keine Ahnung, was ich so in dieser Handtasche drin habe, auch wenn das jetzt so eine kleine ist, aber ich stopfe halt immer alles rein und hole meistens nicht alles wieder raus, soweit. Ja, das war mal eine Tasche, ich glaube, die habe ich bei Lidl gekauft, die war irgendwie in so einer Heidi Klum Kollektion oder irgendwie so. Auf jeden Fall hat die mir damals gut gefallen und ich benutze die jetzt schon Ewigkeiten, weil ich mag so kleinere Handtaschen lieber als diese großen Beutel, weil je größer die sind, desto mehr Zeug schmeißt man da rein und desto mehr schleppt man rum und da habe ich gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich so eine kleine. Aber wie ihr seht, ist sie bis oben hin voll und ich greife jetzt einfach mal da rein und hole mir die Sachen einfach mal der Reihe nach raus. Ja, zuerst natürlich mein Haustür, Schlüssel, Arbeitsschlüssel, alles mögliche ist hier dran, naja. Unschwer zu erkennen, was mein Fußballverein ist, aber ich glaube, das habe ich euch eh schon erzählt. Ne? Deswegen, ja, das ist natürlich mein Haustürschlüssel, der muss natürlich auch immer da drin sein. Dann aktuell trage ich das immer noch mit mir rum, die werde ich auch, also so eine werde ich auch mitnehmen in Urlaub und auch am Samstag mit auf die Glow. Also Maske habe ich immer dabei. Natürlich meinen Autoschlüssel. Mein Portemonnaie. Ich mag gerne so kleine Portemonnaies. Diese großen finde ich ganz fürchterlich. Was ich aber beim Portemonnaie echt wichtig finde, ist so ein Fach, wo man hier halt die Karten reinpacken kann, dass man mehrere Karten halt hat, weil man hat ja doch so viele. Und dann das Kleingeldfach und so. Deswegen also so, das ist so die Lieblingsform an Portemonnaies, die ich gerne verwende. Dann natürlich mein Fahrzeugschein. Braucht man ja auch immer. Was ich auch immer dabei habe, ist ein Haargummi, beziehungsweise diese Scrunchies. Ich finde die Dinger super praktisch, weil ne, bei meinen Haaren, wie ihr seht, die sind aktuell wieder ein bisschen, weiß ich auch nicht, außer Rand und Band. Ich habe die nämlich gewaschen und dann ist das immer so, dass sie die ersten zwei Tage so aussehen, als hätte ich mit dem Finger in der Steckdose geschlafen. Und dann ist es immer ganz einfach oder ganz gut, wenn ich einfach so ein Scrunchie dabei habe. Dann kann ich mir entweder einen Zopf machen oder aber ich gehe halt häufiger auch hin und ziehe dann einfach die Haare so ein bisschen so durch, dass die mir nicht ganz runterhängen. Und dann habe ich halt ein bisschen frei und werde nicht von den Haaren so genervt. Ne? Deswegen Scrunchie habe ich immer dabei. Was ich auch immer ganz viel dabei habe, relativ viel diesmal sogar, sind Taschentücher. Taschentücher kann ich immer brauchen, gerade jetzt mit meinen Kindern, aber auch sonst so. Deswegen, ich habe immer Taschentücher dabei. Dann, ja, das, was ich auch immer noch so rumfliegen habe, ist so Papierzeug von irgendwelchen Quittungen, Tankbelege und sowas. Habe ich auch noch hier drin. Müsste ich echt mal aufräumen. Deswegen ist das immer ganz gut, wenn wir denn dann mal in Urlaub fahren oder so, wenn ich dann meine Handtasche mal ausräume. Das kommt aber jetzt nicht so oft vor. So, dann habe ich hier natürlich was für meine Lippen. Das ist der Nana Naked von Banana Beauty. Ich finde, das ist eine super schöne Farbe. Ich mag den echt gerne. Und ich habe immer irgendwas davon in meiner Handtasche. Weil Lippen ziehe ich immer gerne mal nach. So, was ich auch immer dabei habe, ist ein Kugelschreiber. Kugelschreiber brauche ich auch immer, um irgendwas mal aufzuschreiben oder so. Ne? Deswegen habe ich das auch immer dabei. Ja, das hier sind noch andere Schlüssel, die ich hier in dem Schlüsselmäppchen habe, die ich auch immer mitnehme für den Fall, dass ich sie mal brauche. Deswegen sind die auch dabei. Dann habe ich immer auch noch was zu essen dabei. Also in diesem Fall Müsli-Riegel. Ja, ich muss immer was mitnehmen, wenn ich mal Hunger habe oder so. Ne? So, dann habe ich natürlich noch zwei weitere Scrunchies dabei. Eins davon ist von meiner Tochter, eins ist dann noch von mir. Ich sehe gerade, das ist dreckig. Ich glaube, das musste ich mal waschen. Das ist von Purelay, ich glaube aus dem Adventskalender oder so. Ja, auf jeden Fall. Haargummis habe ich ja immer genug mit. Ah ja, dann habe ich hier noch von Tic Tac so Watermelon-Kaugummis. Sowas habe ich auch immer gerne in der Tasche drin, Kaugummis oder so, damit ich mal meine
Na, wenn ich mal einen trockenen Mund habe oder so. Ich sehe gerade, mein Mascara, glaube ich, ist verlaufen. Ja, wundert euch nicht, ich habe mich jetzt nicht nochmal neu geschminkt. Ich laufe schon, also es ist jetzt Abend, ich habe mich heute Morgen geschminkt, habe das jetzt nicht mehr aufgefrischt fürs Video. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir die Lippen ein bisschen wieder glänzend gemacht, weil das war natürlich weg. Dann habe ich auch immer ein Parfum dabei. Und das hier ist so mein absolutes Lieblings-Lieblings-Lieblings-Parfum. Das ist nämlich von Juliet Hessegan, Pier Inc. Also das riecht nach Birne und das ist so ein tolles Parfum. Recht teuer, aber richtig gut. Gibt es unter anderem beim Thiemann Online-Shop. Könnt ihr ja mal vorbeigucken. Die haben auch immer coole Sachen. Ja, dann habe ich auch immer noch irgendwelche anderen Süßkram-Zeug dabei. Häufig für meine Kinder, weil wenn wir unterwegs sind, dann brauchen die auch immer mal irgendwelche Süßigkeiten. So, jetzt sehe ich gerade, hier habe ich mehrere von. Ich habe auch immer Ibuprofen dabei. Ihr wisst ja, ich habe immer mit Kopfschmerzen bzw. Migräne zu kämpfen. Deswegen habe ich immer einige von denen dabei für den Fall der Fälle. Werde ich jetzt auch in Urlaub wieder mitnehmen, weil ich werde wahrscheinlich an dem Tag, wo wir fliegen, definitiv Kopfschmerzen haben. Das habe ich nämlich meistens dann in dem ganzen Stress und Gedöns und Wetterumschwung dann. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch Ibuprofen mitnehmen. Das brauche ich nämlich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Jetzt habe ich noch ein Kaubonbon. So, jetzt habe ich hier was drin. Warum ist das denn hier drin? Ah, jetzt weiß ich, warum ich es drin habe. Genau, das ist ein leeres Fläschchen von Tau Oasis. Das wollte ich für mein Aufgebraucht-Video mit nach Hause nehmen, weil ich habe natürlich auf der Arbeit bei mir auch immer Duftöle, weil ich den Duft ja sehr gerne mag. Und das hier ist leer geworden, deswegen hatte ich das in die Handtasche geschmissen, hat es nur noch nicht rausgeholt, wie immer. Ne? So, dann habe ich hier noch was drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das ist diese Sauberkugel. Ich muss die jetzt auch mal gerade wieder sauber machen. Sehe ich. Also, jetzt muss ich nur gucken, so, das ist hier quasi so ein Plastikkäfig, der hier drum ist. Und dann habt ihr hier so eine Glibberkugel, die dann den Dreck in der Handtasche aufsammelt. Ne? Also das schmeißt man einfach rein und das rollt dann überall rum und holt den Dreck raus und der bleibt auch dann gut da kleben. Und dann geht man einfach hin, macht hier diesen Käfig ab, macht die Kugel unter Wasser, spült das ab und dann packt man es wieder rein, lässt man es trocken und schmeißt man es wieder in die Handtasche. Finde ich richtig gut. Meine Handtasche ist im Moment trotzdem ein bisschen dreckig, aber da muss ich einfach mal gucken, dass ich das jetzt mal sauber mache. So, jetzt habe ich nochmal Ibuprofen. Wie gesagt, da habe ich immer mehrere dabei. Für den Fall der Fälle. Und ich sehe gerade, ich habe sogar Geld hier in meiner Tasche rumfliegen. Ich sortiere das mal gerade hier raus. Ich weiß gar nicht, wo das hier rausgefallen ist. Also merkwürdig. Manche Sachen merkt man aber auch nicht. Das Geld muss ich auch mal sauber machen. Das ist nämlich auch ein bisschen dreckig. Aber ich habe auf jeden Fall Geld gefunden in meiner Handtasche. Deswegen ausräumen lohnt sich immer mal. Da findet man immer mal wieder Sachen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ja, jetzt habe ich hier nur noch so Krümel drin. Die werde ich dann natürlich gleich mal über Mülleimer entsorgen. Ich habe hier auch noch, oh, ein Fach, wollte ich gerade noch sagen. Ja, da habe ich dann noch andere Sachen. Und zwar habe ich hier ein Armband. Ich glaube, das hat meine Tochter für mich gemacht. Ja, das habe ich noch gar nicht angezogen. Das hatte ich nur eingepackt. So, nochmal Ibuprofen. Ach ja, hier. Da waren wir im Legoland. Wann war das? Ich weiß gar nicht. 2018? Oder was? Von 2018? Das kann doch nicht sein. Das schleppe ich doch nicht so lange mit. Allen Ernstes? Sieht so aus. Ich glaube, ich habe das Fach schon Ewigkeiten nicht mehr aufgemacht, aber ich weiß, dass wir im Legoland waren, ja. Das war richtig cool. Das war richtig, richtig schön. Hat mir richtig Spaß. Aber es ist von hier aus natürlich ein super Ritt, dahin zu fahren. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Mal sehen. Ja, da ist nochmal so eine Eintrittskarte. Da ja nicht das Jahr drauf, ne? Sonst wüsste man, wann das war. Keine Ahnung. Kriege ich nicht mehr raus. Aber ich habe eine Kinokarte gefunden. Tabaluga. Und das ist auch von 2018. Also ich nehme an, das sind wirklich die von 2018. Boah, ist das lang her. Ja. War ich hier im Kino. Tabaluga gucken. Das war ein schöner Film. Keine Ahnung, was das hier war. Müll, nehme ich mal an. Ach ja, geil.
Die habe ich mir auch mal eingepackt. Für den Fall der Fälle. Dass wenn ich mal total schwitze oder mal nasse Socken habe, dass ich die Socken tauschen kann. Deswegen hatte ich mir die mal in die Handtasche gepackt. Habe sie aber bis jetzt noch nicht gebraucht. Aber ja, cool. Hat auch vergessen, dass ich sie da reingepackt habe. Weil in dieses Fach gucke ich echt super selten rein. So, dann haben wir hier noch. Oh, das gehört meinen Kindern. Habe ich denen auch noch nicht wiedergegeben. So eine kleine Schiefertafel. So als Kette. Wo dann so ein Loch drin ist. Das muss ich meinen Kiddies auch wiedergeben. So. Ich glaube, jetzt ist leer. Ja, jetzt ist leer. Jetzt habe ich nur noch, ja, hier unten, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da ist noch so ein bisschen Müll drin. Das muss ich mal sauber machen. Dann werde ich die Tasche auswaschen, trocknen. Und für den Urlaub nehme ich, glaube ich, eine andere Tasche mit. Ich glaube, die da hinten liegt, also da. Die da. Das ist so eine, ich glaube, eine Korbtasche, aber ich weiß es noch nicht. Kann auch sein, dass ich eine andere mitnehmen muss. Mal gucken, was besser in meinen Korb, in meinen Koffer passt. Ich bin ja jetzt gerade dabei, meinen Koffer zu packen für den Urlaub und da muss ich mal gucken. Wenn ihr das Video seht, bin ich schon im Urlaub, weil ich drehe das ja vor. Das habe ich euch ja gesagt, dass ich Videos vordrehe, damit ihr auch, wenn ich im Urlaub bin, auf jeden Fall noch mal genug zu gucken habt. Und ja, auf jeden Fall war das der Inhalt meiner Handtasche, dass man alles so mitschleppt. Ja, man müsste das eigentlich öfter ausräumen, aber ich bin da immer viel zu faul für. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich so eine kleine Handtasche bevorzuge. Ich meine, hier ist schon genug Müll drin. Wenn ich diese großen Handtaschen, die ich natürlich auch habe, nehmen würde, dann landet da einfach viel zu viel drin. Das habe ich ja auch schon alles mitgemacht, deswegen wollte ich das ja auch nicht mehr und habe mich entschieden, eine kleine Handtasche mitzunehmen. Außerdem finde ich es auch immer praktischer, wenn ich hier zur Arbeit fahre, dann muss ich mal die Notebooktasche noch mitnehmen und dann noch eine große Handtasche. Das würde mich einfach nerven, hätte ich keinen Bock drauf. Deswegen, ja, also ich muss dann einfach mal gucken, dass ich meine Handtasche vielleicht ein bisschen öfter ausräume und sauber mache. Boah, ich sehe gerade, ich habe wieder voll die Augenringe. Es war heute ein echt anstrengender Tag, es war heute super warm und ja, anstrengend auf der Arbeit und im Moment dadurch, dass ja jetzt bald Urlaub ist, ja, ist noch so viel zu tun. Und dann zwischendrin nochmal Videos für euch drehen. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob noch andere Mädels ihre Handtaschen auspacken. Ich finde es auf jeden Fall witzig zu sehen, was man da so drin hat und vor allem, wenn man es selber mal auspackt, dann sieht man auch mal, dass man doch vielleicht regelmäßiger seine Handtasche auspacken sollte. Tja. Also das mit meinen Augenringen nervt mich ja jetzt ein bisschen. Keine Ahnung, ich sehe müde aus. Naja, ich sehe nicht nur so aus, ich bin's auch, ehrlich gesagt. Und ich hatte jetzt keine Lust mehr, jetzt noch ein Kilo Make-up ins Gesicht zu klatschen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich gleich mal abschminken und dann mal ein paar Augenpatches auflegen. Vielleicht hilft das dann mal ein bisschen, damit ich morgen ein bisschen besser aussehe. Aber ist halt so, ne? Wenn man so einen langen Tag hatte, dann darf man abends auch mal ein bisschen müde aussehen. Und es ist jetzt auch schon ein bisschen spät. Und dann ja, ist das für mich auch super okay. Da muss ich gerade mein Wasser sehen. Ich müsste gleich mal wieder was trinken. Habe ich voll vergessen. Habe ich jetzt stehen lassen. Ach, man merkt schon, dass ich hier total neben der Spur bin, einfach müde bin und froh bin, wenn der Urlaub endlich losgeht. Ja, damit sind wir dann jetzt am Ende vom Video. Lasst mich mal wissen, was ihr so in euren Handtaschen habt. Räumt ihr die regelmäßig auf? Habt ihr eine große oder kleine Handtasche? Ich meine, da hat ja jeder so seine eigene Philosophie. So, damit sind wir am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.